Also ich gebe mal eine ernsthafte Idee. Ich war mit 48 Jahren beim Augenarzt, ob ich eine Brille brauche. Und dann hat er gesagt, das ist normal mit 48. Wir werden alt. Und, ja, und was passiert jetzt mit mir? Na, er sagt, da gibt es so eine Kurve, die Sehschärfe, die lässt nach. So. Und dann können Sie die Brille so 3 Jahre gebrauchen und dann brauchen Sie eine neue. Und das geht ungefähr, das stimmt auch, also jetzt, wenn man über 60 ist, dann hört es auf. Dann kriegen Sie Ihre letzte. Bin ich nächstes Mal hingegangen, ich habe eine gute Idee. Wir machen das nicht so, dass man an heute die Brille so macht, dass sie scharf ist. Das ist doof. Sondern ich mache die Brille so, dass sie in 3 Jahren scharf ist. Got it? Also wenn man die Brille aufsetzt, die in 3 Jahren scharf sieht, dann ist sie ja jetzt gerade maximal schlecht, so dass ich die Brille wechseln müsste. Und dann wird sie morgen besser, 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 die Sehschärfe. Und nach 3 Jahren ist sie genau richtig. Und dann wird sie wieder schlechter, 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 schlechter. Und dann kann ich 6 Jahre aufsetzen. Das ist so eine Idee von der Uni. Jetzt kann man natürlich sagen, also ich gehe zum Augenarzt, das ist doch eine wahnsinnig gute Erfindung, sagt er, ruinieren Sie mir bitte nicht mein Business. Dann gehe ich zum Lauter, so, wir haben doch jetzt so einen neuen. Dann sage ich, können wir das nicht gesundheitlich überall, dann sagt er, wenn ich das wirklich, die Erfindung wirklich propagiere, verlieren wir die Wahl. Dann gehe ich zum Krankenkassen, ihr könnt eine Menge Geld sparen, dann sagen sie, dann verlieren wir Mitglieder, das tun wir lieber nicht. Und dann kann man zu allen möglichen hingehen, die Optiker, guck mal, ist das nicht eine neue Idee, dann könnt ihr nur halb so viel brillen. Und die Idee ist total gut, aber die wird nicht gewollt. Sie ist irre gut, also spart auch Milliarden irgendwie, aber das will keiner. So, solche Ideen gibt es auch, ja? Also, die sind nicht verrückt, aber das geht nicht. Ja? Solche habe ich dann mal öfter. Okay, also ich kann stundenlang erzählen, was ich alles so wollte. Das steht auch in meinem ersten Buch, Wild Duck. Das heißt Wild Duck, das erste Buch. Wild Duck heißt bei IBM Querdenker. Also das, ich bin immer noch Wild Duck, das ist nur Querdenker, ist ja mir jetzt irgendwie verboten. Das hat jetzt irgendwie eine andere Bedeutung. Das haben sie gehijackt, das Wort, und es geht nicht mehr. Und da in dem Buch steht auch ein ganz Shaping the New World. Das habe ich so lauter so fancy Kapitelüberschriften dafür erfunden. Und ja, das wollte auch damals keiner. Ich habe dann gesagt, wir müssen die Erde abfotografieren, also am besten dreidimensional und die Hotels, also dann kann man da hingehen und einmal rumgehen. Wenn ich dann so beim Luxor, beim Mövenpick bin, am Nil, dann kann ich da einmal rumlaufen und dann sagt man, 100 Euro ist schon okay. Ja, das ist noch ein Mövenpick an Pyramiden, da kann man dann auch rumlaufen und gucken oder die Museen angucken und so weiter. Und dann lässt man die Leute dafür bezahlen. Und da habe ich irgendwas erfunden, so ungefähr 1995, dann habe ich gesagt, bei IBM, ich suche einen, der das jetzt mit mir macht. Und dann haben sie gesagt, das ist nicht unser Business, wir verkaufen Computer. Und so. Und auf dieser Weise, ja, ich war bei der Post, habe gesagt, Leute, demnächst kommt eBay, Pakete sind das big, 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 big Business. Macht schon mal so Boxen an die Häuser, damit man die einwerfen kann, weil ja sonst ein logistisches Problem hat. Das, 30 Jahre später kommt das auch. Die Idee ist auch nicht schlecht. In der Schweiz haben sie alle eine Box draußen, ja, so für so ein normales Paket. So. Und, ja, und ich habe das dann so erlitten. Also ich habe dann relativ große Ideen gehabt, die sind auch alle gekommen. Und man hätte auch mehr verdient als IBM im ganzen Wert ist. Das ist gar kein Problem. Aber die Leute sagen dann mal so müde, nee. Und dann muss man das irgendwie mal selber machen. Okay. Ich hab einen Programmierfehler gemacht. Ich konnte auch nicht programmieren. Ich bin zu IBM als Mathe-Prof und Mathematiker wollen nicht programmieren, weil das ist so für Knechte.
Nein, das ist so der Standesdünkel von Mathematikern damals gewesen. Wir haben uns damals gestritten, ob man in einer Diplomarbeit Programmierleistung positiv bewerten sollte. Das fanden die Mathematiker nicht. Sie meinen, man soll nachdenken und was beweisen, verdammt nochmal. Und Informatiker, das sind so Abstauber. Dünnbrettbohrer und so. Da musste ich bei IBM programmieren lernen und da habe ich gesagt, komm, gebt mir mal irgendein Problem, so was ich leicht verstehen kann und dann programmiere ich euch das. Und da haben sie mir ein Traveling Salesman Problem gegeben. Da saßen sie alle dran, da haben 500 Städte, soll man in Deutschland oder 600 mit so verbinden in Deutschland. Und das habe ich dann programmiert, so einen dämlichen Algorithmus. Also so wie Manager halt denkt, also praktisch Manager machen das so, die laufen auf der Erde rum, auf der gefühlten Erde der Quartalsergebnisse und sie machen in jedem Schritt einen geht nach oben. Ja, das Quartalsergebnis muss ja immer besser werden, also praktisch die Evolution des BWLers ist, das ist immer besser, 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 wir machen Physiker auch manchmal. Steepest Ascent oder irgend so ein Quark. Und dann hat man das Problem, dass es lokale Optima gibt, da kommen sie dann wieder nicht raus und müssen dann wieder nachdenken. Und dieses dämliche Programm habe ich geschrieben. Und es hat einen Weltrekord gemacht. Ich war auf der Stelle All Champion in the World. Und die haben das dann angeguckt im anderen Stock, was hast du denn da gemacht? Dann haben sie lauter Fehler in meinem Programm gefunden, die berichtigt und dann lief es wieder nicht. Aber die Lösung war da. Ja, und dann habe ich das lange nachgedacht, was ich wohl angestellt habe. Ich wusste nicht, dass man Safe machen müsste zwischendurch, weil ich ja Mathematiker hat alles im Kopf und macht keinen Zettel oder so. Und dann habe ich es aber rekonstruiert, ich habe einen Vorzeichenfehler gemacht. Ich habe so ein Programm geschrieben, du änderst die Strecke da, fährst nach Düsseldorf, Oberhausen und Dortmund, oder erst nach Dortmund irgendwie so, und dann muss es einen Kilometer kürzer werden, wenn man so eine Änderung macht. Und vor den einen Kilometer habe ich eine Minus geschrieben, minus eins. Das war's. Und das bedeutet, wenn man einen Algorithmus hat, der auf der Erde rumtapert und in jedem Schritt einen Meter runter darf, aber nicht mehr als einen Meter. Also das blöde Programm ist, dass ich immer einen Meter hochkomme. Wenn ich zum Beispiel Mount Everest suche und wenn ich aber sage, er darf runter, aber nicht mehr als einen Meter, dann saust das Ganze hier so bis zu Transsibirien da rum, dann völlig unempfindlich. Wenn es aber ins Himalaya kommt, dann ist es so steil, dass man immer einen Meter runter muss. Das geht nicht, das verbietet dann der Algorithmus und dann trudelt er langsam hoch, kommt nie wieder runter. Das war's. Das wird jetzt jeden Tag noch einmal zitiert, die Arbeit von 1990. Bin ganz berühmt geworden. 4 Zeilen das Programm. 4. Und ich war dann auch in Köln bei den Oberoptimierern, bei Korte und so. Meine Ergebnisse waren viel besser für Chip-Optimierung und so weiter. Und dann haben sie mir gesagt, du kannst hier nicht dazwischen funken, das ist politisch. Wir haben mit der ganzen Uni da so ein Programm, die haben da zig Werkstudenten und so, das ist alles eine Fabrik, die Chip-Optimierung. Dann kommst du Affe da und machst es nochmal 25% besser. Die sind richtig, haben fast geweint, dass das so gut geworfen ist. Ich habe 4 Wochen gebraucht, um das Programm für Chips zu schreiben, mit einem Kollegen zusammen. 4 Wochen. Die haben da schon 10 Jahre dran gemacht. Und dann habe ich mit diesem albernen Minuszeichen das die ganze Zeit revolutioniert. Und da haben sie mir gesagt, das wollen sie nicht, weil Werkstudenten viel billiger sind als Doktoren im Wissenschaftszentrum Heidelberg. Das kostet dann mehr. Und dann bin ich in Köln gegangen, habe ihnen das verraten, wie das geht. Ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben, ist egal. Und ich war total wütend. Ich habe gedacht, muss jetzt befördert werden. Haben sie gesagt, no way, der soll still bleiben. Dann sage ich, so geht das aber nicht. Und dann habe ich angefangen, das zu verkaufen. Bin einfach zur Lufthansa gesagt, wir machen jetzt euren Flugplan. Sie haben praktisch nach 10 Tagen mir einen Vertrag geschickt. Wir haben dann angefangen zu arbeiten im Januar und mussten im April aufhören, weil im Spiegel so ein Bild Lufthansa im Absturz, weil irgendwas passiert wieder in der Konjunktur. Und dann haben wir es an alle möglichen Firmen verkauft. Ich habe dann zum Teil dann mit meinem Kollegen, also zu zweit, zu dritt haben wir angefangen. Dann waren es irgendwann 30. Das war wieder politisch inkorrekt, weil 30 ist so groß wie das Wissenschaftszentrum an sich. Und dann haben sie gesagt, du kannst nicht einfach hier alle Räume besetzen.
Die Kollegen sind gekommen. Du kannst nicht einfach hier Gewinn machen. Ich sage, warum nicht? Ja, dann verlangen sie es von euch auch, von uns auch. Das haben die dann auch gemacht. Und dann habe ich sozusagen die Leute in große Schwierigkeiten. Können Sie sich, ich meine, da kann ich, ich will das nicht jetzt problematisieren, aber das ist mein Start-up gewesen. Wir haben dann auch ein paar Millionen Umsatz gemacht. Und noch heute werden die Hapag-Lloyd-Container im Hamburger Hafen mit dem so einen Hut gemacht. Bin ich drauf gekommen, das machen wir jetzt ordentlich mit Google Maps. Ja, also das war schon 1995 und so weiter. Dann war ich Pre-Sales in ganz vielen Unternehmen und habe mehr gelernt als jemals an der Uni und so, weil die ganzen Unternehmen hier erklärt haben, was das Problem ist. Ja, und ich habe dann das so mathematisch mal überschlagen, ob das geht. Und wenn wir, manchmal haben wir einen Auftrag gekriegt, manchmal nicht. Also nur ein Jokey, ja, also ich kann lauter so ein Zeug erzählen, also es ist gar nicht so schwer, was zu optimieren in der Industrie. Also eine Autofirma, ein Vorstand sagt, wir haben folgende Regel, innerhalb von einer halben Stunde ist man bei einer nächsten Reparaturwerkstatt. Das war so eine bessere Marke wie Porsche, ja, also bei Opel ist es wahrscheinlich kürzer. Und wir machen das jetzt so, dass man eine Stunde akzeptiert bis zum Reparieren. Dann brauchen wir nur noch die Hälfte der Reparaturstationen und wir wollen, Herr Dück, dass Sie das optimieren, weil der Betriebsrat uns verhaut, wenn wir das sagen. Und Sie sollen sagen, welche Hälfte weg muss. Und wir sind unschuldig. Okay? Verstanden? Dann habe ich gesagt, ihr Doofmänner, habt vielleicht noch nicht mal Volksschulbildung. Ich weiß nicht, hier in Uni müsste das auch sein. Ist das bekannt, der Radius von einem Kreis ist Pi? Wenn man eine halbe Stunde nimmt und den Radius vergrößert, dann ist doch der Kreis viermal so groß. Wenn man eine Stunde fährt und nicht eine halbe, dann ist ja die Garage und das hinten reinfädeln nicht mehr. Das heißt, man hat wahrscheinlich dreimal so große Entfernung. Das heißt, es müssen wahrscheinlich 90% weg. Das sehen normale Menschen nicht, auch hier an der Uni nicht. Ja? Also wenn man gewöhnt ist, immer drauf zu gucken, dann ist das halt so. Dann haben sie mich rausgeschmissen. So viel Verbesserung wollen sie dann wieder doch nicht. Ja, und das hätten sie dem Betriebsrat sagen müssen, dass sie den Kreisradius, Kreisfläche nicht berechnen können und so weiter. Lauter so Zeug. Gehe ich zu MTU, sagen sie, manchmal kommen diese Titankränze, die so teuer sind, nach 2 Wochen raus, wie das vorgesehen ist, und manchmal nach einem Jahr. Gehen wir einfach durch die Hallen. Wenn jetzt einer, der hebt gerade so einen Titankranz da an, bringt das zur nächsten Station und schmeißt ihn da auf so einen Stapel. Und dann habe ich gesagt, ihr Idioten, guck hier. Der arbeitet das immer ab und schmeißt es oben drauf. Und der Kranz unten, der ist ein halbes Jahr im System. Ja, der wird nur abgearbeitet, wenn der erst mal krank ist. Ganz einfach. So, und ich bin einfach durch die ganze Industrie gegangen und habe das alles so angeguckt. Daher ist meine Erfahrung. Das war eine total schöne Zeit. Man muss dann aufpassen, dass man nicht zu den Leuten sagt, so doof seid ihr. Ja, also. Noch eins vielleicht, dann höre ich aber auf. Diesel. Wir waren bei Daimler, bei Gaggenau, Unimox machen. Der Vertrieb hat mich mitgenommen, weil sie nichts verkaufen an die. Also Gaggenau verkauft nichts. Kauft bei IBM nichts. Dann haben sie gesagt, wir bringen euch jetzt so einen Professor mit, der kann euch mal was erzählen, weil ihr immer Schwierigkeiten in der Produktion habt. Und dann haben sie ganz widerwillig mir eine Stunde erklärt, wie die Produktion geht. Ich habe nicht verstanden. Und dann haben sie gesagt, ich soll jetzt abhauen. Sie wollen nichts kaufen. Und dann war ich auf Toilette, da kamen Arbeiter und habe ich gesagt, kann mir mal einer sagen, warum bei euch die Produktion stockt? Sagt der Arbeiter, das weiß keiner. Aber wir haben es im Urin, dass es immer an Tagen ist, wo grüne Unimox gemacht werden. Ich sage, was ist jetzt das Problem mit grünen? Die sind für die Bundeswehr, die müssen 2-mal lackiert werden. Es gibt einfach eine Stockung, weil die 2-mal lackiert werden. Weiter nichts.
bin ich zurückgekommen, ich habe die Lösung von dem Problem. Es gibt 6 Farben für Unimox, gab es zufällig, und diese Farben muss man auf einen Würfel kleben. Und dann am Fabrikeingang würfelt man und die Farbe, die der Würfel zeigt, produziert man in der Reihenfolge. Schlau, oder? Wenn man das würfelt, dann kommen die Grünen nicht am Stück. Das ist, mehr passiert nicht. Ich war 3 Jahre später auf einer Tagung, da hat einer gesagt, ja, sie hatten früher mal Schwierigkeiten. Da kam ein kleiner Professor aus Bielefeld und er hat gesagt, wir müssen das auswürfeln und seitdem ist es weg, aber wir wissen nicht warum. Okay. Ja, da kommen meine Vorträge her, dass irgendwie die Leute ein bisschen komisch sind. Ja? Also, so dass, man muss irgendwie wissen, welche Idee wo ankommt. Die kann wirklich gut sein. Ich habe ja jetzt auch gute gegeben. Und die Leute wollen das nicht. Also praktisch, ich habe auch die Dückische Naturkonstante 15 entworfen. Die fragen, BWLer fragen völlig brutal, also so wie bei Dilbert, wie viel spart denn das, wenn die mir das anwerfen, die Optimierungsmaschinen? Und dann sage ich, ja, weiß ich doch nicht. Ein Mathematiker ist ehrlich, sagt, ich weiß es nicht. Müssen wir mal probieren. Ja, probieren. Und dann haben wir gesagt, ja, 5% wahrscheinlich schon. Ein Mathematiker traut sich nicht, die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit ist 30 oder so irgendwie. Dann denkt man, die Leute halten einen für Blöde und für einen Hochstapler. Der hat 5% gesagt. Und dann haben sie gesagt, das kriegen sie durch Anschreien auch hin. Sag ich, ja, dann 10. Dann haben sie gesagt, ja, dann holen sie McKinsey, so irgendwie so schwarz angezogene junge Kerle, so Nickdackel, die müssen irgendwie Fragen stellen und aufschreiben. Dann haben wir uns eine neue Strategie überlegt, dann haben wir gesagt, 25. Und da haben sie uns rausgeschmissen. Das glauben sie nicht, das ist einfach scheiße. Dann haben wir 20 probiert, immer beim nächsten Kundenbesuch. In 20% verdrehen sie die Augen, da die Reaktion ist sehr interessant für BWLer. Das ist die höchste Zahl, die sie für möglich halten. Und wenn das stimmt, dass man 20% rauskriegt, wenn das stimmt, dann ist es zu viel. Weil dann ihr Kopf rollt. Got it? Deswegen muss man immer sagen, 15. Dann sagen sie, wo kann ich unterschreiben? Das ist alles. Und solche Sachen habe ich lange gelernt als Unternehmer. Ich habe ja ein Unternehmen quasi gehabt für Optimierung und musste dann Pre-Sales machen. Und das, wie man auftritt, muss man sagen. Ich habe gedacht, wir müssen erstmal eine Studie und Prototyp. Das muss man nicht sagen. Das Ding spart 15%. Woher wissen Sie das? Ja, ich bin Mathe-Prof, kann man das, nein, nicht. Ich sag, woher weiß ich das? Wir haben Ihnen das Problem noch gar nicht erklärt. Da habe ich gesagt, ja, das können wir gerne machen, dann kommt vielleicht mehr raus. Einfach schneidig bleiben, immer so dran. Also das sind ja so challenging Leute da, die BWLer, da muss man einfach voll gegenhalten. Und ich habe dann so mein Mathematiker-Asperger-Syndrom irgendwie völlig verloren während der Zeit. Also ehrlich, sonst ging es einfach nicht. Okay, was ich jetzt ein bisschen gesagt habe, eine Idee hilft nicht, sie muss auch irgendwie gehen. Ich kriege dauernd Leserbriefe. Ich habe irgendwie einen Plan, wie man das Geldsystem abschafft. Mir hört aber keiner zu, aber Ihnen doch bestimmt und Sie könnten das doch machen. Oder ich habe eine wahnwitzige Idee, womit ich die Welt revolutionieren kann und 1 Trillion Dollar verdiene, aber ich traue mich nicht, das zu sagen, weil es dann weg ist. Sag ich, ja, entweder sagt das oder nicht, nein, lieber nicht, aber was macht man, wenn man das geheim halten muss? Und so weiter und so weiter. Also und eine andere Rubrik von Ideen, die ich ganz oft kriege, das sind so nachhaltige, so Vogue. Also ich will mich verwirklichen, indem ich irgendwas aus Kokosschalen mache. Dann sage ich, komm, es ist so schwer, überhaupt was zu verkaufen. Man muss erstmal so richtig lange arbeiten und hinterher kann man es auch aus Kokosschalen machen. Aber erstmal muss man gucken, dass man das überhaupt überlebt. Das ist den meisten nicht klar. Ja? Es geht echt ums Überleben. Und man muss einfach
Ideen so gut verkaufen, dass man Investoren kriegt. Also praktisch, da gibt es Leute, die sagen, meine Firma, meine Idee ist 2 Millionen wert, wenn du mit 10% einsteigst, 200.000. Wie Höhle des Löwen. Ich bin in einem solchen, auch in 4 bin ich beteiligt. Eins haben wir schon verkauft. Habe ich so dreifaches Geld gemacht. Eins wird wahrscheinlich nicht so richtig. Und da gibt es eine Firma Sharpist, kann man gucken. Die vermitteln Coaching. Das ist eine gute Idee, weil Coaching für Manager, Aspiranten ist sehr besser, dass man das im Internet macht und nicht in der Firma, weil das Coaching in der Firma dazu führt, dass man gut oder schlecht beurteilt wird, weil die Personaler sich aufschreiben, was sie dabei rausgekriegt haben. Und beim Management-Coaching kommt raus, dass mindestens die Hälfte nicht geeignet ist. Eher 2/3 oder noch 3/4. Und das heißt, das ist eine systematische Vergewaltigung der Top. Das ist bei der Deutschen Studienstiftung auch so. Man schlägt 5% der Besten vor, macht ein Assessment, 1% nimmt man, also 20% von denen. Und die Rest, die ja auch hochbegabt oder tolle Manager sein könnten, die schmeißt man in die Tonne. Und die sind fürs Leben beleidigt. Was soll das? Dann ist es besser, die machen das online, oder? Das haben die 2018 angefangen und haben dann so ein paar Leute eingestellt. Ich habe ein paar 10.000 Euro gegeben, dass sie anfangen. Und dann haben sie schon 50.000 Umsatz im Monat gehabt, so Ende 2019. Und dann haben wir sowas von Glück gehabt. Da hat irgendein Venture-Kapital, Vorwerk Venture, hat uns, steht im Handelsregister, Vorwerk Venture Capital hat uns 5 Millionen für 20% gegeben. Und dann kam Corona. Und dann ist natürlich das Geschäft nicht mehr gewachsen. Jetzt haben sie dann das ganze Jahr lang so mit ihren 50.000 darum gemacht. Jetzt am Anfang des Jahres, bevor der Krieg anfängt, die haben total Glück. Die haben also jetzt vor dem Krieg nochmal eine Kapitalrunde gehabt. Jetzt haben sie 25 Millionen für so ein Drittel gekriegt. 40%. Jetzt ist die Firma 60 Millionen wert im Prinzip. Und jetzt machen wir so 5 Millionen Umsatz dieses Jahr, nächstes Jahr, weiß ich nicht. Und sie jeden Monat verbrennen, das darf ich nicht sagen, aber ziemlich viel über 100.000. Das würde sich normal in der Industrie keiner trauen, einfach das Geld so rauszuhauen. Und wir haben jetzt 90 Angestellte für 5 Millionen, das ist viel zu viel. Aber sie sagen, in 3 Jahren machen wir dann irgendwann mal Gewinn. Und das muss man durchhalten. Und die Leute, die jetzt praktisch dann noch, die 2 Gründer, die da noch drin sind, haben ja jetzt irgendwie jeder noch, ich weiß nicht, 15% oder 20% von 60 Millionen. Got it? Man kann das hinkriegen. Und dann kann man auch einmal auf die Schnauze fallen, das ist nicht so teuer. Also nur, man muss das irgendwie alles lernen. Ja? Das ist eine Geschichte von Kierkegaard. Die muss man nicht lesen. Da steht einfach da, eine Gans flattert da, will nach Süden fliegen, weil Winter ist in Kopenhagen, in Dänemark ist Kierkegaard. Und Kierkegaard. Und dann geht sie runter und sieht da weiße, gepflegte Gänse, so schöne, die sie noch nie gesehen hat. Und sagt, was macht ihr hier? Sagen sie, wir fressen hauptsächlich bis zur Pensionierung. Und dann sagt, ja, wollt ihr nicht fliegen? Kommt mit nach Süden, nach Afrika. Und dann sagen die Gänse, nee, das machen sie nicht. Und dann sagt, könnt ihr denn fliegen? Dann haben sie, ihre Vorfahren hätten mal fliegen können. Und im Prinzip würden sie es vielleicht auch können, aber sie machen das heute nicht mehr, sie fressen nur. Es ist so Beamte halt so. Und dann sagt die Gans, flattert doch mal ein bisschen, dann fliegen sie 1 Meter hoch, das heißt im Firma Brainstorming. Und dann flattern sie die nächste Woche 2 Meter hoch, das ist Design Thinking. Und dann sagen die, das ist in der Geschichte, jetzt ist aber gut. Jetzt haben wir alles geübt, aber jetzt wollen wir wieder fressen. Und dann fressen sie. Wie gesagt, das hat eine theologische Implikation, die Geschichte. Also die ist ganz wichtig. Kierkegaard hat das natürlich geschrieben für Christentum, dass die alle so fett in der Kirche sitzen und eigentlich nicht mehr Nächstenliebe machen. Das ist egal. Und aus dieser Geschichte, das heißt Wild Goose, hat IBM Wild Duck gemacht. Die haben irgendwie die Übersetzung falsch gemacht. Und deswegen heißt Wild Duck ist bei IBM jemand, der noch weiß, wo der Süden ist. Das wäre ganz gut, wenn es noch welche gibt. Gell? So. Ja,
Also erstmal, die erste Sache ist, wenn man eine Idee hat, müssten die Leute begeistert sein. Ich habe das mit der Brille gesagt und sagen, das ist nicht gut. Also bis man muss schon die Leute irgendwie begeistert hinkriegen, sonst geht das nicht. Also wenigstens irgendwelche, die gucken dann so. Ich weiß nicht, wenn ihr so Ideen habt, dann werden die Leute, das geht nicht, weil. Und das muss man sich alles aufsammeln. Das muss man sich dann hunderte Mal anhören und man muss ein gutes Narrativ haben, um darüber zu kommen. Das geht nicht so einfach, man kommt daran nicht vorbei, so wie ich. Und wie viel sparen Sie eigentlich bei der Optimierung? Da komme ich nicht dran vorbei. Ich muss lernen. Und dann ist es besser, man bequakt alle Leute mit seinen Ideen und hört sich das 100 Mal an, immer dieselben Argumente und muss es irgendwie hinkriegen, dass sie das irgendwann fressen. Irgendwer muss es doch fressen, sonst kauft das keiner. So was. Ich habe einen Vortrag gehört, dass die Firma Bertelsmann sich fast verschreddert hat. Man muss sich das so vorstellen, noch so in dieser maskulinen Gesellschaft, da sitzen 20 Herren um einen Mahagonitisch, alles ist schwarz auf schwarzen Lederstühlen, stehen herum. In der Mitte liegt so ein kleines Teil und sie diskutieren darüber, 2005, und das Ding heißt iPod. Sie sagen, gefährdet das unser CD-Geschäft? Und das Argument war, nein, die Leute wollen mit ihrer CD-Sammlung bei Mädels punkten, damit sie die auf ihr Zimmer kriegen, war der Vortrag. Also das darf man heute gar nicht mehr sagen. Also das, was? Ja, aber so war damals die Argumentation. Dann haben sie gesagt, das ist nicht gefährlich. Und dann haben sie den nächsten Tagesordnungspunkt gemacht. Und die Leute haben gesagt, an der Stelle wäre fast Bertelsmann hops gegangen, weil sie das nicht verstanden haben, dass das eine andere Sache ist. Ja, und da muss man aufpassen. Es kann sein, dass die Ideen ganz lange ignoriert werden, auch wenn sie gut sind. Es gibt eine Idee hier für Elektroautos. Das haben wir ja lange diskutiert jetzt mit dem ganzen Tesla. Ich schreibe alle Vierteljahr, Tesla-Hater, guckt mal auf die Ergebnisse von Tesla. Da gibt es so einen 1-Minuten-Film von Müller, VW, 1 Minute im Internet, wo er was zu Tesla sagt und sagt, die verbrennen Geld, also fast so viel Verlust wie Umsatz. Und was soll das? Die 15 im Jahr. VW baut irgendwie, weiß ich nicht, 10 Millionen. Und wir machen über 10 Milliarden Gewinn jedes Jahr. Und die machen 1 Milliarde Verlust jedes Jahr. Und dann kommt ihr mir und macht ihr so... Bleibt mal ruhig. Und dann klatschen alle diese ganzen Leute da von Handelsverbänden und irgendwelchen, auch die Moderatorin, so eine Bekannte, alle. Das ist 5 Jahre her, 4,5 Jahre her. Das letzte Quartalsergebnis ist gerade rausgekommen vor ein paar Tagen. Tesla hat 10 Milliarden Umsatz gemacht und 3,3 Milliarden Gewinn. VW hat viel mehr Umsatz gemacht und 5 Milliarden Gewinn. Tesla wächst immer noch mit 30-50%, je nach Chipkrise. Aber so, wenn keine wäre, würde es 50% wachsen. VW um 3-4, wie jedes Jahr. Und in 3 Jahren sind sie völlig dominant. Das kann man doch jetzt sehen. Und dann redet man den Leuten, passt doch auf. Also, nee, das ist keine gute Idee. Jetzt haben wir das, die Kurve. Und Leute kriegen das irgendwie nicht geregelt. Es gibt noch so andere schöne Kurven, das ist die Löslichkeit von CO2 in Wasser, kennt man das? Aus der Schule, das habe ich aus der Schule. Wenn sich Wasser von 0 auf 5 Grad erwärmt, dann kommt 10% des CO2 raus. Sieht man das, was da drin gelöst ist? Wenn man die Antarktis 3 Grad mehr macht, dann kommt das ganze CO2 raus. Da ist das CO2. Das ist nicht im Indischen Ozean, weil es da zu warm ist. Nach der Kurve ist da gar keins drin. Nicht viel. Das ist ja nur an den Polkappen. Und jetzt kommt das jetzt raus. Und wenn es rauskommt, erwärmt es die Atmosphäre und dann kommt noch mehr raus. Und dann geht das so weiter und es kann schon sein, dass wir tot sind. Also wir sterben nicht. Ich diskutiere das mit ganz vielen Klimamenschen, Kommentatoren.
CO2 ist für Pflanzen total gut. Also es gibt dann wieder Urwaldklima hier auf der Erde und das ist kein Problem. Also wir hatten schon mal 20% CO2-Gehalt im Kambrium, wo das ganze Leben entstanden ist, also die Saurier und so weiter. Das ist kein Problem. Also wir haben wieder schöne Zeiten, es wird viel wärmer. Aber woanders? Also nicht hier vielleicht. Vielleicht in der Sahara wieder oder so. Deswegen hat der Trump ja auch gesagt, er kauft Grönland. Das war gar nicht so dumm. Ja, und dann komme ich immer mit Logik, aber die solche Ideen will keiner haben. Sie sagen, nee, das glauben sie nicht. Ich sage, das Schulwissen. Kann man hier die Flasche nehmen und aufmachen. Ich mache pfff. Dann stellt man sie in Kühltruhe eine Stunde, dass sie so bei 0 Grad ist, macht ja auf, schüttelt, macht ja auf, nix. Ich sage, verstehst du das jetzt? Nein. So. Ich gehe mal auf Platon zurück. Also da gibt es nicht nur das Höhlengleichnis, sondern auch das Liniengleichnis. Platon hat gesagt, es gibt sowas wie grob 4, das ist ein bisschen komplizierter. Verstehen kann man es auch nicht. Also weil Platon keine Grafiken kannte, sowas wie hier. Also wenn man das so geschrieben liest als Text, so als Fließtext, ist es irgendwie nicht gut verständlich. Ich mache eine ganz kurze Einführung. Es gibt sowas wie die tiefe Einsicht von Sokrates. Er versteht ganzheitlich, systemisch, gestalttheoretisch alles, mit allem drum und dran. Das ist das Ziel, wenn man Entrepreneur ist. Man muss das Umfeld ganz genau verstehen. Die zweite Stufe, das ist für BWLer, die haben die Zahlen und analysieren. So wie unser vormaliger Bundestrainer, der ist aus der WM ausgeschieden, dann analysiert er das. Der Laschet analysiert auch. Ja, und so weiter. Das bringt nichts. Ja, das ist bei Platon die zweite Stufe der Erkenntnis. Das führt auch Stimmen. Also deswegen, ich habe dann immer einen Clinch mit BWLern gehabt. Weil, egal. Ja, sagt man, Innovation ist ein Zeitreinbruch, also insbesondere eine Disruption. Ein Zeitreinbruch. Wie kann man dann in die Zahlen gucken? Die Zahlen sind von gestern. Und aus den Zahlen schließe ich, also was dann ohne Zeitreinbruch da kommt. Und das kommt aber nicht, weil wir gerade einen Bruch haben. Dann sage ich, hört doch mal auf mit eurer dämlichen Statistik. Ich bin Statistiker und ich kann euch sagen, mit Statistik kommen wir jetzt nicht weiter. Lasst es. Nein, wir können nichts anders. Ja? Die dritte Stufe der Erkenntnis ist, dass man irgendwem glaubt. Also ein Schwindelarzt, der sagt... Also ich habe einen Streit gehabt, relativ lang, da sind mehrere hundert Kommentare auf meiner Homepage. Ich habe gesagt, können wir uns mal einigen, wie viele Leute auf der Demonstration waren in Berlin am 30., glaube ich, August 2020. Da hat die Polizei gesagt, es waren 15.000 oder 20.000 da und die anderen haben behauptet 800.000 und 1,3 Millionen wurde gehandelt. Und dann habe ich gesagt, könnt ihr mal plausibel sagen, wie 1,3 Millionen Hups in Berlin reinkommen, ohne dass die Hotels überlastet sind? Wie kommen die überhaupt in die Züge bei Maskenpflicht? Das ist mir überhaupt nicht klar. Und morgen sind wieder raus. Und dann sagen sie ja, ich sage, die sieht man auch nicht auf den Bildern, nicht nimmt. Eine Million, dann sagen sie, die haben, weil es so warm war, unter den Bäumen im Tiergarten gesessen. Dann sage ich, Leute, es geht logistisch nicht. Und dann sagen sie, es ist doch scheißegal, wie viel. Ich sage, nein, es geht darum, dass wir uns irgendwann mal auf irgendeine Wahrheit verständigen. Und ich schenke euch 50.000, das ist mir egal. Aber so zu behaupten 800.000, dann seid ihr für mich irgendwie ein bisschen beschränkt. Das kann gar nicht gehen. Wenn zum Beispiel so eine Automesse oder so in der Stadt ist, was bricht die doch zusammen? Wenn hier auch mal, ich weiß nicht, was hier ist. So, ja, diese großen Messe oder Karneval, kommen da auch ganz viele Leute. Dann bricht doch die ganze Infrastruktur zusammen. Das geht doch nicht. Und am nächsten Tag ist alles wieder weg. Wie soll das gehen? Nee? Dann haben sie gesagt, wir zeigen es euch. Und dann haben sie gesagt, in 3 Wochen ist in Stuttgart ja so eine Querdenker-Demo. Und da kamen solche 700, die gingen noch aufs Bild, die konnte man abzählen. Und dann sage ich, kann es sein, dass erst 800.000 kommen und dann zeigt er es uns und dann sind es 700? Es war mehr als 1 Million. Das hat ein Polizist gesagt. Ich sage, wer hat das gesagt? Ja, da ist ein Lieferwagen reingefahren und da hat der Polizist gesagt, stopp, am Tiergarten in Berlin. Und dann sage ich, was ist denn? Ich glaube, da sind schon 1 Million Leute, da kommt ihr nicht durch. Okay. Was ich meine, das sind die unteren Erkenntnisarten. Die unteren Erkenntnisarten sind, dass ich etwas selber erfahren habe. Also ich glaube an Corona, wenn nebendran einer tot ist.
dann weiß ich, das ist Gefahr. So vielleicht ich nur keinen kenne, der Corona hat, sage ich, das ist Quatsch. Also dann glaube ich den anderen. Und manche glauben nur an den Lauterbach, manche glauben nur an den Drosten, manche glauben nur an irgendwelchen, weiß ich was. Und das heißt, sie hängen da dran. Und wie gesagt, das sind die unteren. Ich bin überzeugt, weil ich eigene Erfahrung hatte. Und die letzte Stufe ist, ich glaube irgendwem, dem ich irgendwie das abnehme. So, und wenn man eine Innovation hat, muss man mit diesen verschiedenen Erkenntnisarten gehen. Also praktisch, die, wenn ihr das echt verstanden habt, eure Idee, dann habt ihr mit Kunden zu tun. Das sind Leute, die irgendwie sagen, das glaube ich nicht, dass das geht. Ja, die sagen, die brauchen erst die Erfahrung. Deswegen ist vom Kaufhof, da sind doch immer so Leute, die so Bürsten verkaufen, die einen alles sauber machen oder so. So Gabeln neu machen, wie Silber. Und dann stehen welche da drum und lassen sich das einmal vorführen. Die Firma Vorwerk ist so erfolgreich mit den Staubsaugern, weil sie klingelt am Haus und sagt, sie sagen vorher, man soll mal echt sauber machen, was man noch nie gemacht hat. Und dann macht man sauber. Und dann kommt der Vorwerkmann und fährt einmal da drüber. Und dann schüttet er den Staub aus und dann sieht man, eure Wohnung ist dreckig. Und dann sagt die Hausfrau, oder das darf man auch nicht mehr sagen, das Reinigungspersonal sagt, ich habe so sauber gemacht wie noch nie. Guck, ihr habt aber kein Vorwerk. Ja? Vorwerk hat mal Schwierigkeiten gehabt. Sie haben dann Studenten hingeschickt zum Verkaufen. Vorher waren das so ältere Handwerksmeister, so Klempner, so ein Blaumann kommen die und machen so. Mit Studenten verkauft man gar nichts. Da glaubt man nicht, dass die irgendwas sauber machen. Nein, wenn man aber so einen echten Mechanikertypen hinschickt, das ist eine andere Geschichte und so weiter. Und das heißt, viele Leute kaufen Staubsauger, weil sie das sehen müssen. Ich bin jetzt mehr so Akademiker. Ich sage, was sind die Daten? Filterleistung, Wattleistung, Ersatzteile. Will das mir runterbeten? Sage ich, gekauft. Du hast es noch gar nicht gesehen, muss ich nicht, sage ich. Ich weiß doch, wie man saugt. Die anderen sehen das irgendwie anders. Gell? Das war einfach zu den Ideen. Ein Satz. Mir schreiben immer Leute, wie habe ich ja schon gesagt, kannst du das nicht machen? Ich war bei einem Entrepreneur-Workshop, bei einem echten. Wenn man einen echten machen will, muss man zu Gifford Pinchot gehen. Gifford Pinchot 3, gibt es auch eine Homepage von dem. Der hat das Wort Intrapreneuring geprägt, wie man in einer Company arbeiten kann und trotzdem Innovationen machen kann. Und der hat uns als erstes gefragt, die ersten Fragen, die Fragen können wir mitnehmen, die habe ich abgetippt, die kann man mitnehmen. Was ist dein Haus wert? 300.000. Gut, ich gebe 3 Millionen dazu und wir umsetzen deine Idee um. Ja. Sagt das nächste Frage, ist deine Familie damit bei? Auf der Skala von 0 bis 5, wie sicher bist du, dass du das hinkriegst? Da habe ich 4,5 angekreuzt im Fragebogen. Raus, hat er gesagt, das ist jetzt nur eine Ausbildung, aber in der echten Nasdaq schmeißen wir dich raus, du musst 5 schreiben. Du musst einfach sicher sein. Du musst, bist du bereit, wir haben gesagt, wie viel Prozent Scheiße kannst du in deinem Beruf ertragen? Ich habe das Normale bei IBM genommen, das war 55%. Haben sie gesagt, wenn da nicht 100 steht, was soll das? Bist du bereit, 3 Jahre Dreck zu fressen? Lieber nachhaltiger. So, ja. Das sind die Fragen, die kommen dann am Ende. Die kann jeder mitnehmen oder gleich das Buch lesen. Was da drin steht, das funktioniert. Das Buch ist ganz alt, von 1984. Gibt es manchmal für 10 Cent noch bei Amazon. Wenn es gerade keins gibt, kostet mal 100 Dollar. Also nicht nervös werden. Es gibt auch neuere Auflagen. Das ist meine Lieblingsfolie dazu. Das wird gemacht in Unternehmen. Sie sagen, wir machen mal so einen kleinen, man muss verstehen, also ich will nichts gegen Design Thinking sagen und 2 Meter hochfliegen, aber das ist noch üben mit Styroporfelsen, nicht mit echten. Und dazu muss man hinterher bereit sein, das hilft einfach nichts. Ja? Okay.
Und in Unternehmen scheitert die ganze Innovation daran, dass sie immer sagen, wir müssen Themen besetzen. Das sagen die Politiker auch, wenn sie. Wir müssen positionieren zu diesem Thema. Das heißt nicht, dass man was macht, sondern sie positionieren sich nur für einen Wahlkampf oder für irgendwelche Aussagen oder Folien oder sonst was. Und bei Entrepreneuren bedeutet, dass man es echt macht. Hilft nichts. Und sagen, ich habe schon AI-Kenntnisse. Ja und? Und ich kann schon Python programmieren. Ja und? Es geht darum, dass man vorankommt. Und das muss man irgendwie vor Augen haben. Und man muss wissen, wann man Vorarbeiten macht und wann es mal aufhört und man losgeht. Geld kriegt man eigentlich. Also sie sagen immer, da sind gar keine Leute, die Geld kriegen. Also wir haben ja eine Firma verkauft und da sitzen die Leute so, hast du nicht noch eine Firma, wo wir uns beteiligen können? Ich habe dann eine gesagt, das wollten sie nicht, aber vielleicht jetzt demnächst mal wieder und so. Ich bin auch angeschrieben worden von einer Company, die forstet Einträge durch, wer an so einer kleinen Gesellschaft beteiligt ist, im Handelsregister. Und dann habe ich, du bist doch bei Sharpist beteiligt, dann kannst du auch bei Peter Pitch einsteigen. Habe ich gemacht dann. Und dann sagen sie, dass meine Mitstreiter haben gesagt, da investieren sie nicht rein. Da muss man pitchen, so, also nicht richtig für Unternehmen, sondern da werden Bankangestellte gefilmt, so richtig gefilmt, und die müssen sagen, was ein Girokonto ist. Das können die nicht. Das kommt immer so raus, na, was wollen wir denn, eröffnen wir was, und dann, was es da Girokonten gibt, ja, haben Sie schon mal gehört, ja, aber das ist einer echt erklärt, so als zwei Zeilen, das gibt's nicht. Noch keiner gemacht, auch wenn man 60 Jahre alt ist. Und dann müssen die das dann machen. Schöne Erfahrung, so als Ausbildung, ja, also im Verkauf, also wie erkläre ich die Dinge. Da gibt es dann eine Software oder eine Platte, dass Leute dann sich gegenseitig coachen können und bewerten. Dann sagen die zum Beispiel bei Sparkassen, ich bin 60 Jahre und ich lasse mich nicht mehr bewerten, ich habe das 40 Jahre gemacht. Ja, war schlecht. Ja, so. Und so weiter. Ne? Dann gibt es dann die ganzen Sozialkonflikte und da muss man dann drüber. Das ist dann wieder ein Start-up. Jetzt wird wahrscheinlich eine Beratungsfirma das einsetzen, also bei Kunden. Und dann wird es wieder weiterverkauft, das müssen wir dann nicht machen. Ganz wichtige Frage ist, bin ich das? Mein Sohn war mal ganz dünn, Johannes, so als er klein war. Und dann hat er gesagt, er möchte auch mal bei Real Madrid spielen. Und dann haben wir gesagt, guck, stell dich mal vor den Spiegel. Also er ist jetzt wirklich, hat sich verwachsen, spielt auch dann ganz gut Fußball. Aber im Grunde muss man sich dann auch mal in den Spiegel stellen und sagen, bin ich denn jetzt der denn die paar Millionen macht? Das ist nicht so klar. Und das wäre, unabhängig von der Idee, würde ich doch mal Leute fragen, meinst du, dass ich das kann? Und wenn, warum nicht? Und die an der Nasdaq sagen, sie kaufen eigentlich, das sagt auch alle Leute da bei Höhle des Löwen, sie kaufen eigentlich nicht Ideen, sondern die Leute. Das Gründerteam. Und wenn man so ein Asperger-Syndrom hat als Erfinder, dann kriegt man das nicht gebacken. Da muss man irgendeinen Löwen haben im Vertrieb, der dann so hinstellt und sagt, wir können alles. Und dann sagt der Techie, das stimmt nicht. Es sind noch Fehler in der Software. Ja, so die Ehrlichen. Das geht nicht. Man muss jetzt irgendwie ein vernünftiges Team haben. Also idealerweise einen Chief Technology Officer, dann einen, der groß Vertrieb machen kann und einer, der die Finanzen zusammenhält. Das muss man machen. Und dann hilft es auch nichts, wenn man selber sich das Programmieren beibringt. Das würde ich nicht sagen. Wir haben Glück gehabt mit der Firma, die wir schon verkauft haben. Wir sind in so einem Start-up-Inkubator rumgelaufen. Da ist einer gewesen, der hat bei einer Firma, die jeder kennt, ich will das nicht so ausbreiten, aber die kennt hier im Raum jeder, war er der Informatiker Number One und hat die ganze Plattform angefangen zu schreiben. Und den haben wir gewonnen, unsere Plattform zu schreiben. Und dann haben wir gesagt, der kriegt einfach unerhört einen großen Anteil an dem Unternehmen. Fertig, Geld haben wir ja nicht. Und dann nimmt man nicht irgendeinen Informatiker, der über den Weg läuft und macht das auch nicht selbst, sondern man muss doch irgendwen haben, so der so ungefähr bei Google arbeiten könnte und das irgendwie hinkriegt. Der kostet 5-mal mehr, aber der kriegt das überhaupt hin. Das wird alles falsch gemacht. Also. Und dann scheitert das. Ja? Ich wollte nur, es gibt ganz viele Sachen, das muss man
nicht durchlesen. Da steht einfach drin, so, es gibt Studien, dass der bessere Informatiker 5-mal bis 10-mal besser ist als ein normaler. Und wenn man das mit irgendwie, dann ist auch die Firmenkultur ruiniert. Wenn man das erstmal mit irgend so einem Schnapsnasen anfängt, dann kommen ja immer nur Schnapsnasen dazu. Weil die Kultur so ist. Das muss man sich irgendwie vorstellen, wie es gibt in der Schule gute Klassen und schlechte Klassen. Und man muss eine gute Klasse haben. Man kann nicht irgendwie mit Low-Performern anfangen. Das ist jetzt ein bisschen grausam, aber das geht nicht. Und wenn man selber irgendwie das nicht haben will, also so einen Sinn für Exzellenz und mittendurch, dann ist das auch nichts. Ja, und dann kommen die Leute und sagen, ja, so meine Knochen tun mir schon weh, wenn ich sehe, was ich machen müsste. Und kannst du das nicht machen, Gunter Dück? Ich sage, ich habe graue Haare, was stellt ihr euch überhaupt vor, mir so eine Mail zu schreiben? Ich muss doch jetzt 5 Jahre Fulltime da drin sitzen. Habe ich vielleicht ein anderes Leben schon? Ihr habt doch einen Enkel. Demnächst noch so ein Mädel. Das ist auch schön. Das ist eine, da steht... Ganz oben, in einem zweiten Beispiel zeigt eine Studie der Firma Siemens, nur damit das stimmt, was da steht, ja, also, weil, glauben wir Siemens, da steht drin, dass die bei den Interviewern die schlechtesten und die besten so ein Faktor bei Ingenieuren 1:5 sind und da drunten steht bei Management 1:20, das ist so. Bei Wissenschaft in der Uni wahrscheinlich 1:100 oder noch höher. Eine Uni ist toll, wenn sie mal 1 bis 2 Nobelpreisträger hat. Ich will jetzt nicht auf die Füße treten, aber die meisten Doktorarbeiten werden nur von einem Menschen gelesen, von einem selber. Und es ist relativ leicht, eine Note für Doktorarbeiten zu geben. Also wenn, man hat ja mit dem dann 2 Jahre oder noch länger zu tun. Und wenn der weiß, wovon er redet, gibt er mir eine 1. Und wenn es so ganz gut ist, gibt man eine 2. Und wenn er manchmal Scheiße erzählt, eine 3. Fertig. Und guckt man doch gar nicht rein. Und welche Arbeiten werden überhaupt zitiert? Also ich habe jetzt nicht so viele geschrieben, 30 glaube ich, und davon, also echte Wissenschaftsarbeiten, und davon sind 3 bis 4. Also eine ist, hat den Weltpreis für Nachrichtentechnik gewonnen, da bin ich sofort auf Direktorsgehalt bei IOM gesetzt worden und diesen mit dem Vorzeichenfehler. Das ist mein Werk, aber das bleibt über. Wenigstens 3, 4 Arbeiten bleiben über. Ja? Und das, den Rest, der Rest wird in der Bibliothek abgehakt. Und bei, das geht einfach nicht. Wir haben mal bei IBM gemessen, was Leute eigentlich können sollen. Also das ist so ein Spinnendiagramm, da kann man 0 bis 10 Punkte kriegen, das macht man so ein Ding. Kann ich gleich erklären? Also die Außen, das sind die, die befördert worden sind und die innen nicht. Und was man rauskriegt, ist, dass sie in Projekten und in Programmiersprachen alle gleich gut sind. Also sie haben die Projekterfahrung und die Technologie. Das, was da auf ihrem Schreibtisch ist, das können sie alle, aber die haben keinen Blick draußen. Und was man jetzt eigentlich braucht, ist Business Acumen, also ein Sinn für das Ökonomische. Giveback ist, dass man Leute in der Firma fördert, dass man so einen großen Umkreis hat, in anderen Leuten hilft in der Uni, mentort und sonst was und sich auch beteiligt an anderen Sachen, weil man dann einen Blick über den Tellerrand auch bekommt und ein Gefühl für Kommunikation und so weiter hat. Dann gibt es Leadership und das haben ganz wenige. Und ja, ich war zum Beispiel 8 Jahre im Präsidium der DMV mit Mathematikern, auch 8 Jahre bei der Gesellschaft für Informatik, bin Fellow bei der IEEE, das ist die VDI in Amerika, also die Amerika, die. Und habe das alles mit neben meiner Arbeit mitgemacht, einfach, dass man die Welt sieht. Das ist so eine Geschichte. Und dann gibt es die abstrakte Sache, dass man Methoden, Prozesse versteht. Also nicht seine Methode lernt, sondern weiß, wie man Methoden macht. Und da kann man ablesen, was man eigentlich machen müsste. Und dann so müsste man die Ausbildung auch machen. Aber an der Uni wird man wieder nur Technologieprodukte, also sozusagen das Fachwissen ernten und dann, wie man das umsetzt. Aber nicht sozusagen die Welt drumherum. Und das ist immer die Frage, ob man das kann. Dann habe ich schon gesagt, work only with the best. Das, wenn man schon einen einstellt, dann sollte der das können. Hilft nichts. Man muss es vielleicht nicht selber können. Also es kann ja irgendwie... Ein anderer, aber das Gründerteam muss irgendwie stimmen. Und wenn hier jemand von Unternehmen ist, das wird jetzt scharf. Ich schreibe gerade einen Artikel über Recruitability, das habe ich selber erfunden, das Wort. Kennt man an der Uni Employability?
Das ist die Beschäftigungsfähigkeit. Also die Firmen sagen, wir garantieren euch nicht mehr die Arbeitsplätze, für Employability müsst ihr selber suchen, selber sorgen. Ihr müsst selber euch ausbilden und auf dem Stand halten, damit ihr irgendwie auf eurer Gehaltsstufe auch bleiben dürft. Ihr müsst irgendwie selber eure Berechtigung erarbeiten, so viel Geld zu verdienen, und das nicht, feuern wir euch. Und das ist so eingerissen seit den 90er Jahren bis jetzt ungefähr. Und jetzt merken Sie plötzlich, wir haben Fachkräftemangel. Und jetzt können Sie nicht mehr aus 100 Bewerben den Besten raussuchen, sondern Sie müssen jetzt sagen, bitte, bitte komm. Das ist anders. Ich habe gerade einen Anruf gehabt, das ist aber aus so einem prekären Bereich. Die haben gesagt, sie suchen so viele Stellen im prekären Bereich. Also die Mindestanforderung ist 8 Stunden auf dem Stuhl sitzen bleiben zu können, ohne runterzufallen. Originalzitat. Ja, und bei den hochstehenden Berufen ist es ganz anders. Die müssen jetzt viel mehr können, also so diesen über den Tellerrand. Ja, und die Frage ist einfach gefangen, ist das Gründerteam 5-Star oder nicht? Wenn ich ein 2-Sterne-Buch schreibe, ist es durchgefallen, das kauft keiner. Also bei diesem Homöophorie, das verstehen die Leute leider nicht richtig, da habe ich 3,5. Das ist die schlechteste Bewertung, aber sonst sind die so über 4. Und die werden dann mit der Zeit natürlich schlechter, weil die Leute dann langsam die Taschenbuchausgabe kaufen und ein Geschenk kriegen oder so. Und dann ist immer so ein Affe, der schreibt irgendwas dazwischen. Also dieses Buch ist bestimmt sehr gut. Ich habe es für einen Freund zu Weihnachten gekauft. Aber der hat es schon geschenkt bekommen gehabt. Da musste ich es wieder zurückschicken, 2 Sterne. Ja, und von sowas bin ich dann irgendwie abhängig. Okay. Dann lässt die Uni oder darf man mal was Großes anfangen? Management, BWLer lernen, ein Ziel zu erreichen. Das ist von A nach B. Also A ist der Ist-Zustand, B ist der Soll-Zustand. Und man muss das, was einem befohlen wird, also das Ziel, erreichen, von A nach B. Innovation ist anders, da weiß man nicht, was B ist. Nicht so wirklich. Ich würde das auch nicht so wirklich ausarbeiten. Also wenn man zu genau weiß, was B ist, dann wird das wird anders. Also deswegen hat man diese ganzen agilen Methoden, Design Thinking mit Kunden nachprüfen, Rapid Prototyping, was ist immer denn, das, die, alle diese Kurse oder dieses methodische, überbordende Werk bedeutet einfach, wir suchen B. Und wir sagen nicht nach 5 Minuten irgendein Controller, das ist B, oder lassen uns das befehlen. Das ist eine andere Frage. So, das ist die Problematik der Innovation. Also, wo ist B? Was wollen wir eigentlich? Und das ist eine relativ schwere Arbeit, rauszufinden, was die Leute eigentlich wollen. Also zum Beispiel beim Navi, da bin ich richtig Spezialist, weil wir das ja damals, diese ganzen Optimierungen damit gemacht haben, dann wurden die Navis ja auch gebaut für Autos. Wissen Sie, was man mit dem Navi eigentlich macht? Man guckt, ob da Radarfallen sind, und man guckt, wann man zu Hause ist, wenn man anruft. Das Navi sagt, ich bin 16.48 Uhr zu Hause, Mama. Aber den Weg kennt man doch, also in der Regel. Und das ist die meiste Benutzung, das wussten wir nicht vorher und so weiter. Und dann muss man rauskriegen durch Rapid Prototyping und gucken, was die Leute haben. Es gibt auch so Use Cases, jede Menge Vokabular. Es geht nur darum, was ist B. Und wir können irgendwas agil, irgendwas dazu sagen, es ist aber eine Suche. Mein Gehirn funktioniert ungefähr so, dass ich eine Idee habe, das ist eine Inspiration, und lagert die da. Und irgendwann habe ich einen neuen Einfall. Zack, komm noch. Ja, das ist ein bisschen iterativer, nicht so wie hier. Dann sitzen die Leute rum, was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Ich sage gar nichts. Das heißt Muße bei Platon. Das verstehen die Leute überhaupt nicht. Ja, da kann ich ganz abendfüllende Vorträge halten, dass sozusagen die Inspiration findet in Beta-Wellenstatus statt, also bei Gehirnwellen. Und normal arbeiten ist Alpha, hoffentlich. Normal mit der Peitsche hinter einem ist Beta, und Meeting ist Beta Plus. Ja, das ist Status Alert, dass alle gucken, werde ich über den Tisch gezogen, kriege ich noch einen Supertask aufgesetzt, dass mir keiner noch was aufdrückt oder so. Machen die auch alles, was ich sage und so weiter. Dann, das ist so, da guckt man es so. Kennen Sie das? Also, wenn man meine Frau
ja, die ist eine schöne Frau. Bis man ein Fotoapparat für sie gefällt und sagt, guck mal nett. Das ist Beta. Von einer Sekunde auf die andere schwenkt sie von Alpha auf Beta. Und dann wird das Foto nichts, weil ich ja gute Fotos sind in Theta und Alpha-Wellen, nicht in Beta. Tja. Dann sagt sie, auf den Bildern sieht sie nicht schön aus. Und das habe ich jetzt Managern gesagt. Wisst ihr, dass ihr in Meetings nicht schön aussieht? Hässlich? Ihr sagt angespannt, aber im Grunde sieht man an den Augen, dass hier irgendwie was abgeht. Das geht doch nicht. Und zum Beispiel, wenn wir als Techies im Gründerteam Meetings hatten, so, dann haben wir uns so von Kaffeeautomaten rumgelümmelt und in Alpha diskutiert. Das ist in Großunternehmen nicht üblich. Ich habe neulich jetzt eine Geschichte geschrieben, lümmeln wir drei Distinguished Engineer, also sehr beneidenswert hochbezahlte, die Manager mögen das nicht, dass sie so eine hohe Gehaltsstufe haben, haben wir uns am Kaffeeautomaten so hingehängt, so an so Sesseln. Und dann kommt so ein Weißpräsident mit einem schwarzen Anzug vorbei. Zieht sich einen Kaffee am Automaten, geht weg. Dann sagt, gut, Mama ist weg. Ja, so. Wenn die Kinder das sagen. Und dann haben wir weiter rumgelümmelt. Und wir hatten eine wunderbare Stunde. Und dann kommt der nach einer Stunde nochmal. Und da haben wir gewusst, jetzt ist... Dann sind wir auch in Beta-Wellen angesteckt gewesen. Dann haben wir gesagt, jetzt können wir nicht mehr diskutieren und sind wieder an unseren Arbeitsplatz gegangen. Ja? Das ist die Lebensphase, sind die Lebensphasen der Unternehmen. Sie sind völlig klar. Also es gibt nur ein Punkt ist wichtig. Idee und Traum ist wichtig. Hier Explorationsphase kann man hier noch machen mit Design Thinking. Und dann kommt die Organisierung, also wie behandle ich den Kunden, wie stelle ich Rechnungen, was mache ich, wie liefere ich das aus, wann mache ich Reklame, muss irgendwie so grob wissen, was ich jetzt mache. Das heißt Organisierung. Und wenn man das 5 Jahre gemacht hat und kann, und das ist ein richtiges Unternehmen geworden, heißt es Organisation. Right? So, und diese Probierphase, diese agile Phase rauszukriegen, wie ich das alles organisiere, die wird im großen Unternehmen nicht erlaubt, beziehungsweise von Lehrbüchern nicht. Lass das sein. Das muss man für jede Business-Idee neu ausprobieren und neu organisieren. Das Hauptproblem, warum IBM Google Maps nicht wollte, ist, sie haben mich gefragt, wer bezahlt das? Ich sage, ja, ein Zahnarzt oder ein Hotel. Die müssen 5 Euro im Jahr zahlen, dass sie da eingetragen sind. Fertig. Dann sagen sie, wir schicken zu jedem Kunden einen Vertriebsbeauftragten hin, das machen wir immer so, 90er Jahre, dann kostet das schon mal 1000 Euro vorweg, so ein Tagessatz, und dann willst du 5 Euro von dem haben, und wie dick soll der Vertrag gemacht werden, und kann der auch Sicherheiten ausschließen und so weiter, und hat der überhaupt eine Kundennummer? Eine Kundennummer bei IBM zu machen, kostet mehrere 1000 Euro, weil man ja gucken muss, ob man den Leuten 10 Millionen Hardware auf Kredit verkaufen kann, das geht alles gar nicht. Und dann ist praktisch, das heißt, die Organisation sagt, sie ist gar nicht in der Lage, das zu machen. Dann sage ich, ja, das wollen wir auch gar nicht mit eurer Organisation, das machen wir neu. Dann sagt er, so würde euch das passen. Und dann geht das alles los. Und dann scheitert man eben daran. Und da muss man aufpassen, dass man das darf überhaupt. Und man muss völlig rücksichtslos einfach das durchsetzen. Ich sage, wenn ich einen Bleistift kaufen muss für ein großes Unternehmen und darf nicht in den Laden gehen und mir 20 Cent einen Bleistift kaufen, dann ist hier was falsch. Ich kann auch natürlich ins Procurement-System gehen. Ich habe so einen Drucker gehabt für Reisekosten unter meinem, das ist eigentlich nicht erlaubt gewesen, einen HP-Drucker für 40 Euro, unter meinem, dass ich nicht immer ins nächste Etage laufen muss. Und dann habe ich da Druckerpatronen bestellt. Eine, weil ich brauche nicht viel, sie trocknet dann aus. Dann kommt zurück nach 3 Wochen. Der Mindestbestellwert von 50 Euro ist nicht erlaubt. Ich sage, wozu brauchen wir den? Ich brauche nur eine Druckerpatrone. Sagen sie, ja, sonst lohnt sich der Einkauf nicht. Dann sage ich, ja, dann gehe ich ins Geschäft. Nein, das darfst du nicht. Dann sage ich, ja, was soll ich machen? 3 bestellen. Ich werde 51 Euro 3 bestellt. Kommt zurück. Wir haben das nochmal untersucht. Von HP kaufen wir nichts. Wir haben aber andere Druckerpatronen gefunden, so von No Name, die kosten 3,70 Euro. Sage ich, soll ich jetzt 15 bestellen?
Ja, das macht das System. Gell? Eine andere Frage ist, möchte ich sagen, die Organisation eines Unternehmens ist, dass die BWLer und alle, die da rummachen, gar nichts von BWL verstehen. Das ist jetzt ein hartes, steiles Statement, nur dass man sich das merken kann. Die haben, wenn man den Catering-Prozess nimmt, also praktisch, da kommen so Blechschalen, so Container, und da ist, früher gab es immer so Gulasch, Fisch, ja, so Huhn. Und jetzt muss ja vegan irgendwas sein, also Ravioli, Huhn, Fisch. So, und da sind Leute, die zwischendurch ist da einer, der hat Fische, der legt die da alle drauf. Und dann einer schiebt die in den Backofen und einer bringt sie her und so weiter. Und der Prozess ist so wunderbar, also der funktioniert, ohne dass irgendeiner weiß, wie das schmecken muss. Und keiner weiß auch, wie man kocht. Niemand weiß, wie man kocht. Das kommt an, schmeckt vernünftig, aber niemand weiß, wie man kocht. Niemand. In einem großen Unternehmen. Die verwalten, BWL heißt, dass ich diesen Prozess verwalte, aber die haben nichts, die kochen können sie nicht. Das konnten sie früher mal, so wie die Gänse früher fliegen konnten. Das ist ein ganz steil, das habe ich so unter Lebensgefahr mal so abgelassen, dass sie es gar nicht verstehen. Und Entrepreneur in einer Company ist, dass man es wieder neu kochen lernen muss. Das ist anders, man muss wieder neu anfangen und das richtig gut machen. Ja, dann gibt es diese ganzen Fragen der Infrastrukturen. Wir können keine Elektroautos bauen, weil ich keine Ladestationen habe. Und dann sage ich, komm, das, irgendwie rüttelt sich das ein, das dauert ein paar Jahre und das ist holprig. Aber man kann nicht verlangen, dass die Leute erstmal überall Steckdosen bauen und dann. So geht das nicht. Das, irgendwie zieht sich das eine an dem anderen hoch. Das ist so wie mit Cloud Computing oder Mietmodelle von Software oder so. Und dann sagen, erst wollen sie das nicht, nein, ich will lieber CDs haben und so. Und dann kippt so langsam die Welt um. Das dauert sehr, sehr lang. Und die Leute, die echten Planer in den Unternehmen oder so, sagen, wir müssen warten, bis es die Infrastruktur gibt. Genau das hat Elon Musk nicht gemacht. Er hat gesagt, in Kalifornien müssen die Leute sowieso immer Stromausfälle haben, weil die Masten abbrennen wegen der Waldbrände. Und dann ist es gut, wenn jeder Kalifornier, das sind übrigens so viele wie Deutsche, so 80 Millionen, wenn jeder Kalifornier einfach eine Speicherbox in der Garage hat und dann sagt er, wir machen euch die Steckdose gleich, kauft ihr einen Tesla und die Steckdose und so einen Akku und alles drin und dran. Und obendrauf ein Solardach, das verkauft er alles aus einer Hand. Und sagt, scheiß was auf die Infrastruktur, ich mach die. Und dann stelle ich in alle große Tesla-Ladestationen, das ist fast wie Werbung. Dann sagen sie, guck, da ist der Feind schon oder so. Und das muss man einfach dann mitmachen, das muss man berücksichtigen, aber nicht hoffen, dass das irgendwie geht. Früher hat man das anders gemacht, früher hat man mit einem Ferrari angefangen, handmade, also so ein Daimler-Benz oder irgendwas Schickes zusammengebaut, mit der Hand. Und dann hat man langsam das immer weiter industrialisiert und automatisiert und zum Schluss kann es das Fließband selbst. Ja? Und die ganze Autoindustrie macht das so, dass sie immer ein wunderbares Teil bauen und dann wird es langsam billiger. Und dann kriegen wir dann auch mal Antiblockiersystem in so einem Panda. Ja, später. Vorher gibt es das nur in Lamborghini. So, das haben alle inhaliert in der Wirtschaft. Das geht heute wahrscheinlich nicht so. Heute fängt man nicht mit Windows 11 an und endet mit Android 1.0. Ja, die haben erst mit so simplen Infrastrukturen angefangen. Mit Word 2.0 war das erste, was so brauchbar war. Oder Windows 95 hat angefangen, dann macht man die Infrastruktur immer besser. Und die heutigen Planer wollen die Infrastruktur immer gleich so perfekt machen. So mit der Gesundheitskarte. Neben mir bei IBM hat der Kollege gesessen, der dafür verantwortlich war, dass das in Time kommt. Er hat einen ganz harten Termin, wann die Gesundheitskarte fertig ist. 2007. Ja? Und jedes Jahr war auf der Gesundheitskarte war nochmal so 100 Megabyte mehr oder Giga oder Kilo. Inzwischen kann man so 64 Giga draufkriegen, also die ganze Lebensgeschichte mit allen Familien und den ganzen Leuten im Dorf. Und sie streiten immer noch, ob das Geburtsdatum da unbedingt drauf sein muss oder nicht. Ja, so. Und das sind die Probleme. Ich habe IBM Cloud schon erwähnt. IBM Cloud ist genau dasselbe Problem gewesen wie damals mit den Karten, mit
Ich wollte ja nur, dass Sie Rechnung schreiben für 5 Euro. Bei Cloud gibt es manchmal Rechnungen für 2 Cent. 1 Gigabyte Dropbox-Platz per Month kostet bei Amazon Web Service so 1 Cent. Und dann haben sie mich gefragt, wie willst du denn 1 Cent Rechnung schreiben? Sagt, das ist alles automatisch, da hat gar keiner was mit dran zu tun. Wir schicken doch immer Vertriebler. Das sagen sie doch 10 Jahre später. Ich war 2009 bis 2011 Cloud-Manager bei IBM und habe ihnen immer zugesagt, das müssen wir jetzt machen. Sagen sie, wir warten erst mal, ob das ein Business wird. Dann, wir sind ihnen ja technisch überlegen. Sag ich ja, das hat nichts mit technisch überlegen zu tun. Das Businessmodell ist ganz anders. Die Organisierungsphase muss erst gelernt werden und so weiter. Das ist jetzt die Kurve. Das erste Quartal 2014 haben sie das erste Mal 1 Milliarde gemacht im Umsatz im Quartal. IBM hatte 100 Milliarden. Da haben gesagt, das ist kein Business, auch bei 1 Milliarde noch nicht. Und der letzte Umsatz von Weihnachtsquartal letztes Jahr ist 18 Milliarden. Das ist mehr Umsatz, als IBM gemacht hat und auch mehr Gewinn. Und dann ist man in 10 Jahren abgemeldet, einfach weil man sozusagen die Organisierungsphase nicht nochmal neu erlaubt bei neuen Business. Kennt man das mit Corona? Normale Menschen sagen, ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Und wenn die Inzidenz auf 1000 schießt, wie kommt das? Ja, und ich bin jetzt Mathematiker, da ist man fast so geschlagen bei dieser ganzen Diskussion. Dann sage ich, es steigt an. Ich sage, pro Woche verdoppelt es sich. Dann sagen, ja, es ist aber doch erst noch 3%. Dann sage ich, ja, pro Woche verdoppelt es sich. Das kann man keinem verstehen. Ich habe das, so eine Kurve den Leuten mit Amazon gezeigt im Handel. Da haben sie gesagt, so, sind doch erst 4%. Was stören die uns? Und irgendwann am 10% kracht es. Also wenn Amazon von 10% auf 12 geht in einem Jahr, dann kostet das den Gesamtmarkt 2%. Und dann geht der Rest von 100 auf 98 oder so. Und das merken sie, dass sie Lohnerhöhung zahlen müssen, aber weniger Umsatz haben. Und dann beim nächsten Mal ist 15%, dann merken sie es noch mehr. Und sie fangen immer erst an zu weinen, wie bei Elektroautos auch, wenn es zu spät ist. Die sind schon praktisch tot. Das kann man dann bei Firmen dann auch sehen. Und das, bei Startups wird das irgendwie nicht akzeptiert. Also wenn man eine Story hat für ein Startup, dass es jetzt exponentiell wächst, dann sagen sie, ich sehe nichts. Also erstmal, does not work die ganze Zeit. Das bringt da auch nichts zustande in eurem komischen Excellence Center. Dann losing money. Ihr verbrennt doch nur Geld. Ich habe gerade gesagt, da sind Leute, die verbrennen wahnsinnig viel Geld und haben trotzdem 20 Millionen gekriegt, kann man nachlesen in der Presse. Und da muss man durch unglaublich viele Täler durch, wo man überall argumentieren muss und immer wieder neu. Das Problem ist, dass Leute das genehmigen in Firmen oder bei Banken oder irgendwo, die keine Ahnung von Innovation haben. Und die haben immer nur so Abhakprozesse oder so, das geht einfach nicht. Ja, weil insbesondere wird immer gefragt, wie viel Gewinn macht ihr? Macht ihr schon Gewinn? Oder wie viel Umsatz macht ihr? Das ist bei Startups nicht der Punkt. Man muss irgendwen echt überzeugen, dass der Enterprise Value jetzt 5 oder 10 Millionen ist für die Idee. Dann sagen die in Höhle der Löwen, okay, ich gebe 2 Millionen für 10% oder so. Man muss irgendwie ein Narrativ haben, warum diese Firma jetzt später mal sehr viel wert ist und jetzt im Augenblick ist sie, sagen wir, 2. Also die meisten Startups, die ich jetzt kenne, die, wo mir Angebote geschickt worden sind, also die ernsthaft sind und nicht nur irgendein Quatsch, dann geht das so bei 2 bis 5 Millionen, sagen die. Und für diese Quote kriegen sie eigentlich auch Geld. Also kommen schon Investoren und sagen, für 10% gebe ich 250.000 oder 500.000. Es gibt auch Investoren, also ich weiß nicht, will ich nicht, ich will nicht, ich habe nur, ich rate nur mal, was die machen. Porsche in Porsche Springer von diesen beiden Konzernen ist in Berlin. Die geben relativ oft so ein Startkapital für 100.000, aber 10%, also ist die Firma 1 Million wert. Aber dann, die machen dann, wenn das überhaupt was wird, machen sie sehr viel Gewinn. Also wenn so eine Firma von 1 Million auf 10, dann gehen sie damit viel raus. Sie gehen aber als Anfang rein und sagen, mach mal. Gibt's auch. Ja.
Und man, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, dann kann man so nicht argumentieren. Ich habe das damals gemacht. Damals gab es das Wort Shareholder Value noch nicht, in den 90er Jahren. Da habe ich dann mit der Optimierung argumentiert. Was willst du eigentlich damit? Du machst weniger Gewinn als mit unserer Hardware. Ich habe gesagt, Leute, wir haben jetzt 30 Leute. Wenn ich das auf hochpumpe, in 3-4 Jahren bin ich auf 200 Leute. Dann haben 200 Leute sind in Brot. Und dann ist das der Enterprise Value von vielleicht 50 Millionen, die wir Umsatz machen, ist ungefähr 200 Millionen. Und dann haben wir alles Geld wieder rein, was wir bis jetzt reingeschüttet haben. Wenn ich die Firma verkaufen würde am freien Markt, dann sagen sie, wir verkaufen die aber nicht am freien Markt. Sag ich, ist egal. Und zum Schluss ist drauf gelassen, hören Sie, Sie sind Mathe-Prof. Und wahrscheinlich haben Sie recht. Aber wissen Sie, wir müssen das nicht verstehen, Originalzitat, wir müssen es nicht verstehen, weil hier alles nur nach Gewinn und Umsatz gemanagt wird. Sag ich, ja, dann gute Nacht. Ja, so. Das ist eine andere Betriebswirtschaft, das ist Unternehmerbetriebswirtschaft, nicht BWL nach der Uni. Dann, was gibt es schon? Es hilft nichts, wenn in Düsseldorf kein anderer diese Idee hatte. Das muss man schon mal weltweit gucken. An der New Yorker Börse, also jetzt ohne Kriegszeiten, werden ungefähr 3 bis 4 IPOs jeden Tag gemacht, also gehen neu an die Börse. Meistens so mit ein paar hundert Millionen bis eine Milliarde, meistens so in dem Dreh. Die kann man alle studieren, das ist nicht, ich mache das dann. Nicht so viele, aber von Biotech verstehe ich nichts. Also meine Tochter ist Biochemiker, Doktor, mein Schwiegersohn auch, die können mir das erklären, aber das ist arg schwer. Also, dass ich kann es vielleicht sogar verstehen, aber ich weiß die geschäftlichen Implikationen dann nicht. Und so auf dem Gebiet so Digitales und so, da kenne ich mich aus, da kann ich, und das interessiert mich. Und es wäre ganz gut, wenn man, bevor man Unternehmer wird, nicht nur einen Kurs in Entrepreneuring macht, sondern einfach ein ganz großes Breitenwissen anhäuft, was die Leute da alles machen. Das muss nicht auf dem eigenen Gebiet sein, einfach ein bisschen weiter. Und dass man weiß, was klappt und was Geld bringt und so weiter. Und dass man so eine Idee hat, wie die das machen, was die da machen und so weiter. Das wäre ganz schön. Immer dasselbe. Ich frage bei großen Unternehmen, die sagen immer, wir müssen Brainstorming machen. Sag ich, lass das doch mal sein. Können wir das so machen? 100 Leute in der obersten Führungsetage kriegen von mir jeder so ein IPO da in Amerika und die tragen eine Stunde über das Ding davor, was die da gerade machen. Und dann merken sie wahrscheinlich, dass die Hütte auf ihrem Gebälk brennt. Warum hat sich keiner für Amazon Web Services interessiert bei IBM? Ich weiß es nicht. Die sagen, das sind Krauter, die verstehen was von Büchern. Ich sage, du, das ist nicht wahr. Stand 2005. Bei 2005 wurde noch bezweifelt, dass sie was von Büchern verstehen. Ich habe gesagt, immerhin habt ihr das schon mal verstanden nach 7 Jahren. Und so weiter. Und dieser Rundumblick fehlt und es wäre eine gute Idee, nicht in der Uni rumzugucken, sondern weltweit einfach gucken. Denn hier verteilen an jedem eine Firma und dann hält man jetzt einfach so ein paar Tage, eine Woche lang Vorträge. Oder man kann es ja ein bisschen, damit es verdaulicher ist, irgendwie auf ein paar Samstage verteilen. Dann sagen die Leute, ja, wie Samstage? Dann sage ich, pass auf, willst du jetzt Millionär werden oder nicht? Ja. Okay, was gibt es schon? Ich sage immer, man kann relativ schnell sehen, was in der Zukunft passiert. Ich habe auch relativ große Trefferquote. Das liegt daran, dass ich versucht habe, ohne Interesse die Sache zu beurteilen. Ohne IBM. Es gibt so einen Grundsatz, also von Kant, denn es ist schon ein Grundsatz. Kant hat über Schönheit gesagt, Schönheit ist es, schön ist etwas, was ohne Interesse gefällt. Also wo man kein Ego drin hat oder das Ding, ich soll nur gucken, ob es auf mich schön wirkt. Ich soll nicht gucken, ob es der Verkaufswert gut ist oder sowas. Ja, mein Opa war in Forstwirtschaft, sind wir durch den Wald spazieren gegangen und steht da, dieser Baum gibt 4.000 Mark. Hat sich gefreut. Das ist nicht Schönheit, da ist ein Interesse dahinter. Ja, die haben auch, jetzt wir kommen aus einer Bauernfamilie, die wussten auch, wie viel so ein Bulle dann bringt oder sowas. Da hatten den Marktwert drauf. Das ist nicht der Punkt. Man kann einfach sagen, das ist ein schönes Tier. Und ich habe jetzt neulich mal geschrieben, Wahrheit ist,
ist höchstens dann etwa, also wahr, etwas ist wahr höchstens dann, wenn es ohne Interesse wahr erscheint. Wenn die Leute mal sagen, das kann nicht wahr sein, weil der in der Rüstungsindustrie ist oder der baut Masken oder der hat das oder der will gewählt werden und so weiter. Das vernebelt vollkommen das Urteilsvermögen. Oder das ist nicht nachhaltig, das möchte ich dissen und so weiter. Es sind immer irgendwelche Dinge dahin, warum ich habe Maßstäbe, die mit dem Ding eigentlich nichts zu tun haben. Die soll man rauslassen und das Ding einfach mal so sehen, wie es ist. So wie man als Mensch sagt, kann mich mal einer so akzeptieren oder sehen, wie ich bin, ohne dass er sagt, du musst dich noch verbessern oder du musst für deinen Bonus noch irgendwas arbeiten. Das ist nicht der Punkt. Und wenn man das einfach macht, ohne Interesse anzugucken, dann läuft das. Jetzt höre ich auf, das sind von Pinchot die Grundsätze, die kann man sich nochmal angucken, die kann jeder haben, weil so irgendwie kann ja verteilt werden oder jemand, wer es haben will, schicke ich es auch. Komm zur Arbeit, jeden und auf die Gefahr, dass du gefeuert wirst und so weiter. Das Wichtigste, was ich gelernt habe, was ich falsch mache, ich bin so ein Plappermaul als Professor, dass ich überall angebe, was ich gerade erfunden habe. Das verstößt gegen den Grundsatz. Wo steht denn das? Work underground as long as you can. 6. Man muss im Keller die Innovationen so lange vorbereiten, bis sie vernünftig da sind. Ich habe das dann besser gekonnt. Ich habe das geübt. Es gibt eine Geschichte über das Bluepedia im Internet. Ich habe bei IBM Wikipedia eingerichtet. Das ist eigentlich streng verboten, weil im Internet fuscht da kein Mitarbeiter drin rum. Das macht bitte die Kommunikationsabteilung. Und dann bin ich immerhin rumgegangen, wir müssten mal ein Wikipedia haben. So wie Cato in großen Latinum sagt immer, und übrigens meine ich, dass Karthago zerstört werden muss nach jeder Rede. Und ich habe gesagt, wir müssten mal ein Wikipedia haben. Und dann haben sie immer, ja. Und beim 10. Mal, hör jetzt endlich auf! Und dann sage ich, trotzdem finde ich, man müsste ein Wikipedia haben, dann wäre vieles einfacher. Wenn ich dann gucke, Parkbeleg verboten, verloren, dann müsste ich das wissen. Das meiste, was die Leute wissen wollen nach dem Urlaub, Passwort vergessen, wie kriege ich ein neues für mein ThinkPad oder so. Das sind so diese schrecklichen Erlebnisse. Und dann habe ich sie madig geredet, wir müssten mal ein Wikipedia machen. Und zwischendurch haben wir dann im Keller eins gemacht. Einfach. Wir sind eingebrochen in das Rechenzentrum und haben geguckt, was die 500 meistgesuchten Felder im Intranet sind. Und dann haben wir an eine Gruppe von 30 Leuten 500 Artikel verteilt. Ihr schreibt das jetzt rein. Und dann haben dann war es gut. Dann findet man ja erstmal alles, was sie da so normalerweise drin suchen. Und dann geht man zum Chef und sagt, jetzt haben wir das Wikipedia mal gemacht. Im Meeting, nicht allein, sondern zum Meeting. Und dann explodieren alle, bist du wahnsinnig geworden? Ich habe gesagt, ihr habt nicht widersprochen. Ihr könnt es nicht einfach machen, aber ihr sagt, umsetzen ist sehr wichtig. Ich war noch dabei, da ist der Chef, hat gesagt, das traut er sich nicht. Das gibt einen Strafbefehl von Amerika. Dann hat er in meinem Beisein an die Vizechefin von IBM geschrieben, Linda, was meinst du denn da? Da hat einer sowas gemacht. Linda ist Mathematikerin. Linda hat geschrieben, fine, we should have this in US too. Dann habe ich gesagt, ich glaube, sie meint auch, dass die Finanzierung jetzt gesichert ist. Ja, und dann muss man irgendwie, dann gibt es natürlich so, ja, und ich erzähle immer die Geschichte, ich weiß nicht, ob das in Ihrer Familie vorkommt, da kommt so ein 15, das ist politisch inkorrekt, also Trigger Warning, ist aber ein schöner Joke. Also kommt ein 15-jähriges Mädchen nach Hause und sagt, du, ich kenne jetzt einen Jungen, der ist ganz schön tätowiert, der ist ein bisschen jünger als ich und wir haben beschlossen, wir kriegen jetzt ein Kind. Kann man sich vorstellen, was dann passiert? So wie bei Wikipedia? Bumm! Und dann schreien alle, ihr seid noch Kinder, ihr könnt keine Kinder machen. Ihr kennt das alles, so Oma kommt und alle hauen und so weiter und so weiter. Kann man sich das vorstellen? So. Zweite Version. Irgendwann beschließt das Mädel, 3 Monate irgendwie einen Auslandsaufenthalt zu haben und kommt mit dem Baby wieder. Dann gibt es ein Theater.
Bam, 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 du kannst mich sagen, Kind, was habt ihr euch gedacht? Und so ungefähr so Minute sieben sagt Oma, wir haben doch noch eine Wiege oben, eine alte. Und es ist süß. Und was ich sagen will, kündigen Sie keine Innovationen an, bringen Sie eine. Das ist einfacher. Also wenn man eine bringt, dann helfen die Leute einem. Das ist eine ganz andere Geschichte, obwohl es eigentlich dasselbe ist. Und die meisten Leute sagen, wir wollen jetzt irgendwas machen, das hilft nichts. Und ich habe, wie gesagt, deswegen die duale Strategie gehabt, man müsste mal, und dann haben wir es unten drunter gemacht. Das geht. Okay, die Fragen sind so, is it real? Kannst du das mit deinem eigenen Geld machen? Mag dein Ehepartner das auch und so weiter? Wer kauft es? Das ist die langweiligste Sache. Macht ihr Unternehmen überhaupt mit? Also das ist die schwierige Sache, ja. Das ist touchy. Dann die ganze Frage, sind sie gut genug? Are you able to have the best people around you? Das ist nicht klar. Das ist eine echte Frage. Kann man das? Ja? Darfst du alles? Bei IBM haben sie, wie gesagt, we are selling, not you. Das heißt, powers reserved, heißt das im Amerikanischen. Das heißt, der Einkauf geht nur über Procurement. Und Einstellungen gehen nur über... Ich kenne Innovatoren in großen Unternehmen, die werden gezwungen, Programmierer von Beraterfirmen zu haben, weil sie immer, wenn sie Programmierer-Schwierigkeiten haben, holen sie Berater. Das kostet 1.000 Euro am Tag. Sag mal, pass auf, wenn ich aber jetzt an der Uni Düsseldorf Entrepreneur wäre, würde ich das mit Werkstudenten für 400 Euro im Monat machen. Und dann kriege ich für so einen Berater einen ganzen Stall voll Werkstudenten und könnte das ja einfach so abfackeln. Und dann sagen sie, das haben wir noch nie so gemacht, wir nehmen immer Berater. Und dann sind irgendwie nach 10 Tagen 10.000 Euro weg und sagen, ihr macht aber gar keinen Gewinn, oder? Und dann sagen sie, hätten wir ja gemacht, wenn wir Werkstudenten. Und dann sagen sie, aber das machen, haben wir noch nie so gemacht und so weiter. Und das sind diese ganzen Sachen. Ich kenne noch hier eine Geschichte von Innoji Tower, das ist ja hier nebendran irgendwo. Bahnhof mehr. Heißt jetzt West Energy oder so. Also ich war da, als es Innoji hieß, da waren so Leute wie so junge Entrepreneure, die haben eine wahnsinnig gute Idee, haben ein Plakat gedruckt, so ein ganz schönes, und das in den Aufzug gehängt und gesagt, wir sind so stolz. Und dann sind sie essen gegangen und als sie wiederkamen, war das Plakat weg und sie hatten an ihrem Arbeitsplatz einen Zettel liegen, sie sollen sich mal bitte oben beim Chef melden. Und dann haben sie den Kopf abgerissen bekommen, weil man Plakate nicht drucken darf. Das darf nur Marketing und Kommunikation für Messen. Und das ist teuer. Ich kann das ergänzen bei IBM. Ich wollte auch mal ein Plakat machen für mein Dings. Dann haben wir gesagt, wir heißen Top Technologie für Optimierung. Das ist ein schöner Name, oder? Dann haben sie gesagt, ja, du musst erst prüfen lassen, ob der Name erlaubt ist. Das muss nach Amerika eingereicht werden, so wie bei einer Automarke, ob man Astra überhaupt machen darf und ob das Scheiße auf einer anderen Sprache heißt oder so. Und ich sage, ja, und wie lange dauert das? Ja, vielleicht 3-4 Monate. Dann sage ich, aber das geht für Autos schon, aber nicht für uns. Vielleicht machen wir das in 3 Wochen nicht mehr. Ja, dann bringt ja gar nichts. Und so. Und dann kommen die dann an. Also, und dann haben sie gesagt, okay, zum Schluss haben sie Plakate gedruckt für die Messe. Jetzt, das ist ein bisschen gemein gegen die Firma, aber so ungefähr stimmt das. Also das Plakat ist so aufgeteilt nach Corporate und da oben drüber steht, muss stehen, diese Erfindung ist wunderbar. Und dann für BWLer, diese Erfindung spart Geld. Diese Erfindung erhöht den Umsatz. Dritte Zeile, diese Erfindung erhöht den Gewinn. Das ist für Mathematiker redundant, das würde ich weglassen, aber das muss sein. Und dann kommt dran, unser Forschungs- und Exzellenzzentrum hat seit jeher und so weiter. Und die Erfindung hat was mit Logistik zu tun. Und dann steht da unten drunter, wenn Sie interessiert sind, rufen Sie dort an, da finden Sie eine Werkstudentin, die ab und zu dran ist. So sind Plakate organisiert. Dann habe ich gesagt, ja verrückt, wir wollen das nur. Nein. Ja. Und dann, das hat was damit zu tun. Selbsterklärend. Ist das selbsterklärend? Bei Twitter hat mir einer geschrieben, was bedeutet das denn, ist das Mengenlehre? Okay. Musst du wieder was beantworten. Interessant, oder? Okay, hire these people. Wenn man aufholen will, also wenn Deutschland gegen Südkorea aufholen will, sollte es schneller laufen als der, ja. Das ist eine nackte Logik. Also wenn
wir werden gerade abgehängt. Und wenn wir aufschließen wollen und unsere Hausaufgaben machen, wie Frau Merkel gesagt hat, dann müssen wir das schneller machen als die Konkurrenz. Sehe ich nicht. Und dann kommt noch einer und geht in eine falsche Richtung. Das ist dann noch ärgerlicher. Also, und das sind so Dinge, die in Deutschland nicht so berücksichtigt werden. Ich lasse es mal. Gibt es total gute Bücher darüber. Also, das habe ich vor 10 Jahren geschrieben. Das ist jetzt scharf. Ich muss jetzt Vorträge halten. Was muss man in Zukunft kennen? In dem Buch steht einfach drin, die meiste Arbeit wird McDonaldisiert und geht weg. Banken weg. Versicherung weg, diese ganzen Marken, es geht alles mit Internet, alles weg. Ja, Check-in beim Flughafen weg, Menüwahl bei McDonald's weg, ja und so weiter. Und dann bleibt nichts, dann bleibt nur noch so Postbote über, weil das irgendwie noch gebraucht wird. Und der Rest, den der Computer nicht kann, da müssen Sie, Leute wie Sie hier, echt was können. Nicht so einfach wie früher. Also die Bildungsanforderungen so professionell, also jetzt nach diesem Beförderungsdiagramm, sind wahnsinnig, die steigen immer noch an. Deswegen haben wir Fachkräftemangel und man kriegt irgendwie keine vernünftig guten Leute mehr. Das ist das Problem. Steht da alles drin. Können nachlesen. Und wie sich Unternehmen dazu bedienen. Und das ist der letzte, was ich anklage an den Wirtschaftsstandort Deutschland, dass sie Digitalisierung eigentlich nur zum McDonaldisieren benutzen, nicht aber um was Anständiges damit zu machen. Ja, und die dämliche Digitalisierung hat mir ja gerade einer geschrieben, Sie haben im Grundbuch jetzt das Grundbuch digitalisiert. Und wie? Das ist handgeschrieben, das haben Sie eingescannt. Und wenn man jetzt zum Beispiel, oder das Standesamt, da ist doch so, da haben wir so einen Eintrag von 1977, wir haben geheiratet, gell? Da kriegt man dann Auszug, da die 2 Zeilen, dass ich dann auch verheiratet bin. Und wenn ich gestorben bin, streichen Sie es durch. Und wenn Sie einen Grundschuld löschen, im Grundbuch machen Sie einen Strich durch, mit einem echten Lineal, also nicht einfach so. So. Und jetzt machen Sie das so, dass Sie es gescannt haben und dann sucht einer die Seite vom PDF raus, wo das ist. Und dann wird das ausgedruckt, die Seite. Und dann macht er einen Strich durch mit einem echten Lineal. Und dann scannen Sie es wieder ein. Und dafür muss der dann, weil er so viel Arbeit hat, er ist viel mehr Arbeit und die Arbeit ist viel höher qualifiziert, weil er ja jetzt PDFs kann. Und dann kriegt er eine Gehaltsstufe höher. Und Sie müssen 2 beschäftigen statt einen und so weiter. Und das. Und ich würde sagen, da ist so viel anzupacken in Deutschland als Entrepreneur, das kann man gar nicht glauben. Es ist doch nichts in Ordnung. Die Bahn ist nicht digitalisiert, die Brücken brechen zusammen und so weiter. Der Verkehr stockt, es ist alles. Es gibt bestimmt irgendwie eine Menge zu tun und Sie können überall anfangen. Also in der Verwaltung allemal. Man muss nur die Leute überzeugen. In der Verwaltung ist das so wie mit den Brillen, wie ich angefangen habe, dass das irgendwie schwierig ist. Ja, also gut. Und dann, wie gesagt, meine Ideen, die Nutzlosen, die habe ich dann in 2 Romanen aufgeschrieben. Ich habe mal einen Vampir, ich wollte Schriftsteller werden und habe mit 17 was über Vampire geschrieben, so eine wahnwitzige Story. Dann höre ich aber auf, ich erzähle nur den. Als mein Sohn 6 Jahre alt war, jetzt ist er glaube ich 36, so ungefähr. Da ging er das erste Jahr zur Schule und da habe ich gesagt, wir schreiben zusammen ein Buch, weil ich auch Dichter werden bin. Und da habe ich gesagt, Er hatte erst gefragt, du, ich habe Angst jetzt im Dunkeln, weil die Vampire mich beißen. Und da habe ich gesagt, ich würde mich gern beißen lassen, du, ich würde da gar keine Angst haben. Wieso? Ich sage, du, dann stirbst du doch nicht, das ist doch viel besser. Aha. Ich sage, du, dann lassen wir uns beißen und legen uns in den Sarg 300 Jahre. Und vorher öffnen wir ein Sparkonto von 1 Mark. Und wenn wir aufwachen, sind wir reich. Ja, Papa, das machen wir. Ja, und dann lassen sich alle beißen. Ich sage, du, wir müssen warten. Bei Frauen ist es sehr schwierig, weil die am besten gebissen werden sollten an dem Zeitpunkt, wo sie am schönsten sind. Das ist ein schwieriges Entscheidungsproblem. Und dann haben wir das alles so diskutiert und so. Und dann sagt, ja, und wenn das jetzt alle machen, ja, das ist dann scheiße. Dann müssen wir dann doch Menschen züchten. Also die Vampire müssen große Fabriken anlegen, so wie in Reda-Wiedenbrück.
wo dann die gezüchtet werden. Und am besten so wie Gänse, also mit langen Hälsen, dass man so wie Maiskolben so den Erstbiss als Familie machen kann. Und dann haben wir das so alles ausdiskutiert. Und nächsten Tag musste meine Frau zur Schule. Dann hat mein Sohn erklärt, wir werden Dichter, mein Vater und ich, und wir schreiben was über Vampire und ich lasse mich beißen, wenn ich groß bin. Meine Schwester früher und so weiter, dann haben sie alles ausgebreitet. Das war so über religiöse Ärzte, Lehrerin erzählt, die meiner Frau und meiner Frau mir. Und dann habe ich gesagt, ja genau, das war auch original das, was wir gestern so besprochen haben. Und dann habe ich 2006 den Roman dann wirklich geschrieben, also den ich da mit 17 Mal gemacht hatte, meinen Sohn erklärt und irgendwann kam dann ein Verleger, hat gesagt, so ein Vampirroman lässt er sich mal sehen, denn der ist dann gedruckt worden. Ich habe noch 32 Stück zu Hause. Also okay, also ich lasse es mal und vielleicht noch ein letzter Punkt, wenn ich für so eine schöne Idee, also von mir aus eine schöne Idee, einen Verlag suche, dann sagen die Verlage, was ist denn das? Dann sage ich, ja, das ist so, das habe ich jetzt gemacht, das ist mein Werk. Und dann sagen sie, ist es ein Sachbuch? Mm-mm. Ist es ein Roman? Mm-mm. Ein Ratgeber? Mm-mm. Ja, was denn? Science Fiction? Ein bisschen. Fantasy? Auch ein bisschen. Ja, und? Wovon handelt es? Vampire. Nicht richtig von Vampiren, nur so ein bisschen für die Idee. Ja, Vampire haben wollen wir eigentlich nicht mehr verlegen. Aber Sie müssen schon sagen, ob es Fantasy oder Science Fiction oder Liebesroman ist. Ich sage, warum muss ich das sagen? Ja, das muss in das Regal doch rein beim Buchhandel. Und wir haben einen Katalog, da steht Fantasy, das Sachbuch Ratgeber. Und jetzt müssen Sie schon sagen, wir haben auch verschiedene Lektoren dafür und verschiedene Verträge. Das ist alles unterschiedlich. Und was ist es jetzt? Ich sage nichts davon. Das ist bei diesen neuen Büchern auch so. Mit der Homöophorie. Und wieder genau dasselbe Theater. Und dann habe ich irgendwie zweimal einen Verleger gesagt, er druckt jetzt einfach so, fertig, Punkt. Und das geht dann irgendwie. Aber das ist auch so ein Beispiel, dass man, wenn man was Seltsames macht, also was nicht in Rubriken passt, fällt man einfach glatt durch jedes Raster und die lehnen es ab. Also praktisch, es kann so gut sein, wie es will. Und deswegen werden Romane wie Herr der Ringe und so nicht, der kann auch nicht sagen, was ist es denn jetzt? Was willst du damit? Ist es jetzt ein Krimi? Nein. Ist es halt, nein. Und das macht das alles so schwierig und man muss immer mal auch ein bisschen Glück haben, dass man wen findet, der das mitmacht. Dankeschön.